Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Scribble.io zusammen mit Andy Scribb. Das ist wieder Cracker. Hallo. Und Wuff, das ist Zombie. Wir sind nur zu dritt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich blamier mich nämlich immer. Oh ja, da freue ich mich drauf. Und ich errate die Wörter einfach nicht. Das könnte jetzt roter Kreis sein. Oh, roter. Wütendes Emoji. Wütendes. Ah, ne, ist es bestimmt nicht. Bumm. Ist es ein das Fisch, ist ein Vogel. Das ist bestimmt ein Vogel. Das ist eine Tollkirsche. Oh, das ist ein Flugzeug? Mal den schönsten Vogel. Ja, das ist ein oranges Flugzeug. Auf keinen Fall ein Vogel. Okay, was? Ah, ich hab's, glaube ich. Jetzt noch Zähne. Nein, oh, ich bin so blöd. Ein aggressiver ja. Vogel. Hä? Vogelbären? Ah, Vogelbäre. Danke, Wintercracker. Kein Ding, oder? Zum Glück werden die Wörter angezeigt, wenn die knapp dran sind. Hättest du nicht noch Kinder im Hintergrund malen können, die tot sind? Ja. Weil die gegessen haben. Ja. Nee, daran erinnere ich mich, dass meine Mutter gesagt hat, isst du nicht, isst du nicht. Und ich habe die nicht mal angefasst, ich hatte ultra Angst vor denen. Weiß nicht. Okay, ich weiß, wie ich es male. Das ist eine Schnecke. Genau. Ich glaube, meine Maus zittert nicht mehr, seitdem ich den neuen Rechner habe von Moderado. Nein! Dann macht seine Maus scheinbar neue Fehler. Okay, jetzt. Dann gibt es jetzt eine schwarze Schnecke. Das ist die neue Dark-Schnecke. Oh, ich dachte, du bist schon wieder aus, weil unten links schon wieder offen war. So, also die ist glücklich. Ja, ja, erkennt man. Ah, jetzt. Dann kommt. Ja. Dann kommt hier so ein Ding. Ja. Ja. Und dann Schneckenvirus? Wird die nicht mehr glücklich. Traurig und. Ach nein, ich verstehe so es nicht. So ein grüner. Du wie gerade? Oh, die Depri-Krankheit. Und es geht darum, das ist der Begriff. Ah, das ist ein Keim. Ja. Der hat den krank gemacht. Ja. Einfach krass. Ein einzelner Keim. Ein Keim. Der reicht schon. Okay, ich probiere das. Ich habe mein Scribble auf voller Lautstärke, ist richtig angenehm gerade immer. Oh, okay, es geht um eine Pflanze. Ich hab's. Beziehungsweise es geht nicht direkt um die Pflanze, oh, schade. Sondern... Der ja, merkwürdiges Kleeblatt geworden. Hä? Ist es eine... Eine Gurke? Warte, hallo. Ja. Eine Gurke war schon nah dran. Eine Spreewaldgurke vielleicht? Ja, die Ultra-Gurke. Eine Essiggurke. Die haben doch so eckige Blätter, oder? Wie schreibt keine man Zucchini? Ahnung. Ja, das Wort ist so merkwürdig, das weiß ich, wie man es schreibt. Zucchini. So. 10 Sekunden hast du noch. Oh! Ja! Alter, Wintercracker! Zucchini. Gut gemacht. Ja. Alter, werde ich das erraten? Nee. Minions. Oh, okay, warte. Mercedes? Oh, eine Schnecke, okay. Nee, nein. Ah, nee. Das sind zwei Leute. Hä? Wow, okay, das war richtig irreführend gerade. Ach, okay, Tadel und Adi. Ah, Cloud Rap. Ich will es trotzdem fertig malen. Okay, welcher Dead Adams Song ist hier gerade? Back in L.A., ja. Hä, sind das die... 500 Street? Es geht um ein Wort aus dem Lied. Back in L.A.? Nein, ich mal's doch gerade. Ist das L.A.? Ja. Vielleicht. Das Gebäude, die Wolken berühren. Wolkenkratzer. Warte, oh nee, Wolkenkratzer. Durchs Nightlife? Fettspiegel, nee. Skylight! Nein! Hä? Alter, was hab ich hier für einen Begriff? Ich hatte auch so ein richtig merkwürdiges Wort noch, wo ich nicht mal wusste, was es ist. Hätte ich auch fast angeklickt, aber habe ich es weggelassen. Okay, nee, ich nehme nicht. Ich hatte Versicherungskaufmann gerade als Begriff. Ich habe das Lexikon aufgeschlagen und irgendein Wort genommen. Oh, eine Schnecke. Ja. Und die ist gebeugt. Und wütend.
Okay, oder doch nicht? Böse, böse, ich, eine böse, böse Schnecke. Ja, eine böse Schnecke. So, und die hat hier so einen Beutel. Ha! Einen Sack. So, ich mach dir mal weniger gute gruselig. Gute Beutel. Oh. Ja, okay, ja. Alter, ich hab was erraten. Maudado is choosing a board. Oh, ich weiß nicht, wie ich das mal... Oh, okay. Da bin ich sogar nicht mal mehr sicher, ob das Fort Skyline in dem Lied vorkam. Aber irgendwie hatte ich es schon im Kopf. Ich hab's gesungen und wieder Charakter geschrieben. Ich war gerade auch von drauf gekommen. Ich war gerade, okay. Also... Oh, Mr. Magic, okay. Ja, genau, exakt. Warte, ich muss mich da beeilen. Hier ein bisschen Mensch. Krieg ich noch rote Beine. Ja, keine Zeit für Details. Okay. Keine Zeit für Details, er malt einen Stern. Ja, der Stab ist richtig, wichtig. So, und dann Magie. Okay. Und dann? Ja, ich muss einen Tipp geben, sonst finde ich es nie raus. Es ist Zauber in dem Wort drin. Zauber... Hä? Zauber... Esel? Was soll es denn werden? Es ist egal. Ich, hier so, noch ein Zauber... Herz dazu. Herz. Bezaubernd. Ah, okay. Ja. Ich hätte jetzt Krankenwagen auch... nehmen können, aber... Ja, aber es ist aber auch ein schwerer Begriff gewesen. Das muss man... Boah, habe ich lange sowas nicht mehr gesehen. Ah, das hatte ich. Das hattet ihr auch bestimmt in der Grundschule. Oh, ein Beyblade. Nein. Für den Kunstunterricht. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß es schon, oder? Oh, oh mein Junge. Oh, welche davon... Ah. Okay. Bei Grundschule musste ich direkt dran denken, als du ein Viereck gemalt hast, irgendwie. Ich hab gar nicht mehr. Also ich muss sagen, Farbmalkasten war immer, hui, ist irgendwie mal alles verlaufen. Ich konnte das null. Aber ich glaube, ich habe einfach immer zu viel Wasser genommen. Ah, ich glaube, das ist, die sind immer so schön günstig. Aber das ist ja auch Wasser im Namen. Welcher? Achso, okay, es waren die Dinger. Ja. Ich muss kurz googeln, ob ich gerade ans Richtige denke, nicht, dass ich mich blamiere. Ja, fast. Fast, Maudado. Butter. Ist die richtige. Lebende Butter. Das ist ein Panzer. Nee, ist so ein gelbes Ding, Maudado. So ein gelbes ist ein Ding Panzer. Mit. Ja, mit Ketten schon, aber es hat vorne. Ist so gelb. Ist immer auf dem Bau. Hat hier vorne so ein. Bagger. Baufahrbagger. Schiebebagger. Sitzt eine Schnecke drin. Auf jedem Bau vorhanden. Planierraupe. Nee, was ja, genau, es geht in die Richtung. Also damit. Guck mal, damit schiebt man so, hier ist so Erde zum Beispiel. Ja, und die schiebt man so nach vorne. Ja, aber das ist der englische Begriff dafür. Die? Ah. Was ist der englische Begriff dafür? Oh, warum kommt noch einmal wieder ein englischer Begriff dafür? Ich weiß nicht. Hallo? Hilfe. Bull. Medic. An Bulldozer! Planierraupe ist ein viel cooleres Wort. Ich weiß nicht, was schon verzweifelt. Schaufler. Eine Pokémon-Attacke. Oh, eine Lampe. Nee, das habe ich nur blöd angefangen. Ist das ein Hund? Psst. Ich habe auch schon einen Hund geschrieben, aber... Ja, der Labrador. Eine Nase, eine richtig nice Nase. Vielleicht. Aber wir nennen... Jawohl, eigentlich finde ich ihn ganz gut, muss ich zugeben. Sieht genauso traurig wie Baloo aus, perfekt. Wir haben dann noch einen Körper. Ja, okay, so stelle ich mir nur vor. Der ist in der Schnecke gefangen. Oh, warte, der braucht noch Füße. Ja. Stimmt, nee. Afrika. Was? Hunde... Box? Ach so, Hunde... Haus. Nein? Hä? Ja, schon richtig. Hundehaus. Ach, bei mir hat Hundehaus gestimmt. Round 3. Ah, das ist eine entscheidende Runde. Okay. Ist der in der Dufe? Hallo? Warte.
Ja. Okay. Ich meinte Nebelweg, sicher. Ich hab's erkannt. Karl. Nebel. Bilou. Lupina. Du Schaum. Schaum? Nee. Hui! Nein, trinken? Hä? Ach, ich. Hui! Hui! Aber gut getroffen. Danke, danke. Oh, jetzt habe ich einen blöden Begriff genommen. Naja. Egal. So, ah, das ist ein bisschen Apfel. Einfach. Ja, das ist ein Apfel. Richtig, Modalo, sehr gut. Nein! So. Es gibt auch grüne Äpfel mit der Krieger. Ja, ich wollte ihn aber rot machen, damit man das Apfelinnere, soll ich mit gelb ein bisschen absetzen. Okay. So. Oh. Mann, ich wollte nochmal. Du hast das Innere gesagt. Ich wollte so einen Apfelquerschnitt malen. Ja, wäre cool gewesen. Hallo? Ach so. Wie mache ich das am besten? Okay, das hat man da oder wieder für einen Begriff genommen. Ja, ich bin echt gespannt. Das muss nur irgendwie erkennbar sein. Versicherungsverkaufsmann. Eine Feder? Dass es ein Gewinde hat mit der Cracker. Hä? Soll eine Schraube sein. Eine Schraube? Ach, aber darum soll dieses gar Muster nicht auf einer Schraube sein. Ja, keine Ahnung, das hätte ich echt besser machen können, das tut mir leid. Okay, vielleicht hätte ich nicht sagen sollen, dass es eine Schraube ist. Oh nein, warum habe ich das gesagt? Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Wintercracker und Zombie vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.